Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Evoli mit mir, Blut und nur Raphael. Wo läufst du hin? Ich wollte zum Alter. Okay. Ja, ich bin hier Pokémon ausweichen. Dafür hast du mich. wir haben im letzten Part hier in der, wie heißt die Höhle? Seeschauminsel. Genau. Haben wir alle restlichen Pokémon jetzt gefangen, die es gibt. Genau. Bedeutet, es fehlt nur noch Arktos hier drin. Geh mal runter. Ich wollte nach oben. Geh mal runter. Nein, wir gehen nach oben. Geh mal runter. Warum hast du den Stärker jetzt nicht von der anderen Seite erstmal? Nein, ich will nach oben. Siehst du, wegen den da. Ist mir doch egal. Hi. Na, überrascht, den Aquatsch findest du an verrücktesten Orten, wie zum Beispiel hier. Aber glaub mir, ich bin selbst am meisten davon überrascht, dass ich diese Sachen durchziehe. Dachte nicht, dass ich mich dazu durchdrehen könnte, jeden Tag bis hierher zu kommen. Willst du kämpfen? Was anderes kann man ja nicht machen. Außerdem habe ich Austus weggetan. Klar, auch ja. Gut. Warum Austus wird dann an der vollsten Spitze? Da. Alk! Oh mein Gott! Der hat sich ja Schwertanz als Angriff. Ihh, schon wieder ein Duplikat. Pulsierende Aura. Weil ich davon ausgehe, dass er jetzt alle drei Evoli-Entwicklungen hat. Boah, Level. Wow, Level 46. Oh, du hast mich supportet, das ist aber lieb. Auf Blitzer? Ah, no, Evoli, no! Süß. Ja, aber trotzdem, das hätte wehtun können. Bam. Ich hab's nicht gekillt. Ja gut, die Spezialverteidigung von Blitzer ist jetzt auch nicht so schlecht. So, danke, dass du Evoli vielleicht noch mehr Damage Hast du verdient. Oh nein, weich den Angriff aus. Bam. Das wusste ich. Yeah, ich wollte mich nur heilen. Kriegen wir den Evoli Z-Kristall? ich bin gerade echt am Überlegen. Was haben die Evoli gemeinsam? Oder kriegen wir einfach nur ein blödes Item von dir? Vielleicht ein paar Bonbons, Evoli-Bonbons. Stimmt, die könnten wir sogar bekommen. Santa Baldo, Blubsauger. Blödes Flamara mit seinem blöden, hohen Spezialverteidigungswert. Das hast du nicht gehört, Redinator. Nein, aber es hat Flammenblitz, das hat dein. Guck Sinn. Weg, Redinator! Siehst du, das hat einen Reflektor draußen. Das kann bloß das letzte Pokémon sein. Er hatte Blitzen. Ah, Evoli wahrscheinlich. Mhm. Oh. Ich würde es trotzdem Style finden, hätte er wirklich vier Pokémon gehabt mit Evoli auf dem höchsten Level. Mhm. Knisterladung und Donnerblitz. Ist egal wie bulky du bist. Unsere Pokémon brechen jede Wall. Boah, voll enttäuscht. Niemals ein Killer ausgedacht. Bam. Genau. Was macht deine dämliche Knisterladung halt im Mund? Ja, das war's. Ja, yay. Yay. Oh, die reichen gleichzeitig ein Level-Up. Cool. Oh, so romantisch. Und so Green und Blubella, weil beide grün sind. Was ist hier? Oh, stimmt. Ja, das haben wir vergessen. Wir haben einiges vergessen. Ja. Aufs Green. Wir wollten eigentlich noch Pinkstar machen, aber egal. Flucht sein. Wir sind jetzt auf der anderen Seite der Höhle. Goldberg. So, wir merken uns einfach, falls wir wieder wenden. Stopp! Sieht gut aus. Pokémon kommen bei mir vorbei. Weg mit euch! Nein, das war auf keinen Fall möglich. Daran vorbeizukommen. Ja, das stimmt allerdings. Das Blackmon wollte gerade so den Weg blockieren. Okay. Ja. Dann schieben wir es jetzt bis zur Wand. Geht aber schneller als mit den normalen, also. Dann können wir uns weiter umgucken. Wir haben noch nicht den. Oh, okay, dann springen wir einfach runter. Warum? Wir sind noch gar nicht fertig. Doch? Oh, hier schon. Ja. Können wir wieder hoch? Jetzt können wir wieder hoch. Cool.
Aber du hast mich so erschreckt. Ja, ich habe mich einfach in den Tod gestürzt. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Warum hat Blizzard da was? Ja? Nee, ich hab gedacht, das... Warum machst du nicht den anderen? Es gibt keinen anderen Weg. Nein, einen anderen Stein. Ich habe mich nämlich nicht mehr gesehen. Ich bin willkürlich irgendwo hingelaufen. Wenn du überhaupt irgendwo hingelaufen bist. Doch, da hinten rechts bin ich gewesen. Hier ist ja kein Weg. Achso, man kommt hier nicht durch. Den habe ich nicht gesehen. Ja, du siehst sehr viel nicht. Ach, halt den Mund. Ah, da ist ein Trainer. Flagman, Flucht. Wir wollen keine Flagmans. Die sind nur so langsam. Oh. Ah, da ist der Eisheiler. Den habe ich gesucht. Hä? Keine Ahnung. Ich... Kennst du das, wenn du gerade mit Wuchtstoß ein paar Blöcke verschieben willst und dir dann anderen wilde Pokémon im Kampf im Weg lauschen? Ich benutze einfach eine Sprühdose Schutz von um die mir helfen. Ja, okay, die gibt uns nur so. Hey, du kannst Schutz nutzen. Ich weiß nicht, ob wir hier runter sollten oder nicht. Vielleicht. Mega! Okay. Wir müssen Steine nach unten schieben. Mir immer noch egal, was mit mir passiert. Oh. Deswegen. Weil da muss auch noch gemacht werden. Aber vielleicht kommen wir von hier aus ran. Ach, das ist jetzt die Tasche, wo du gerade runter wolltest. Aber wir kommen nicht dran. Ach so. Dann gut, dass wir nicht diesen Weg gegangen sind. Ja, das habe ich mir aber auch schon gedacht. Ich meine nicht, ich hatte das nicht mehr im Kopf. Hätten wir nicht dort aber wieder hoch müssen, weil wir die andere Seite nicht gemacht haben? Wir haben... Nee, das ist mal hier runter. Oder geht das? Hier mal gerade den Stein verschoben. Ja. Nee. Komm auf. Nein. Ich glaube, wir müssen wieder ganz hoch. Ich glaube nicht, dass es zwei Wege gibt. Wir können ja nochmal eine runter gehen. Okay. Wir gucken uns einfach um. Hä? Ah, hier, das sind die Sterne leben. Ja, wir müssen auf die andere Seite wieder. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Weil der zweite Stein fehlt. Ich finde es cool, dass Evoli leuchtet, weil es Stärke macht. Ja. Ich mag die Musik hier drin auch. Springen wir einfach jetzt hier in die Löcher rein. Genau. Stimmt, ich bin nicht reingesprungen, weil ich hier keine Leiter nach unten gesehen habe. Bam. Und das müsste jetzt der sein, der zum Wasser führt, oder? Jetzt gehen wir die Leiter runter. Jetzt gehen wir erstmal die Leiter. Nicht, dass wir direkt ins Wasser landen. Wir haben ja alles, was wir hier wollen. Item. Yeah, ich spüre das. Um ehrlich zu sein, so sehr haben die Pokémon jetzt nicht so gestört, während wir die Steine verschoben haben. Die haben noch nie gestört irgendwie. Was steht auf dem Schild? Das musst du lesen. Ne, ich bin geistig gar nicht lesen. Vorsicht, starke Strömung. Nein, die ist jetzt nicht mehr so gefährlich. Hier, wo die Höhe was? Oh, ja. Wir sind dann bei Arktas. Schüttel deinen Speck. Immer noch. Komm, es wird gleich spannend. Ja. Wechsel aber mal die Teammitglieder schon. Ja. Mach uns doch noch keine Pokémon hinterher. Kannst du dann wenigstens entweder auf Reddinator oder heilen? Ich glaube auf Reddinator kommen. Wir brauchen nicht heilen. Was sagt denn die Zeit? Zeit sagt, boah, wir bashen jetzt Arktas richtig hart. Kannst du auf dem Wasser ein bisschen. Was hast denn du bei dir eigentlich vorgetan? Wie heißt es noch? Involona? So. Oder obwohl eigentlich wäre Evoli. Hat die Elektroattacke. Ja, ich glaube, das macht auch mehr Sinn, als mit Eis drauf zu hauen. Es ist immer ein Neutraler. Mal gucken, wie gut das jetzt läuft. Oh.
Hi. Erster Ball hinten drin. Ich bin. Ah ja, ich kann im Kampf dazu steigen. Naja. Und Arctus lässt die Eis zapfen. Und wir starben durch Kälteschock. Ja. So ein schönes Puppen. Schnell, Raff, schüttel deinen Speer, schüttel. There's no evolution. Dun, dun, dun. Der Koop-Trip war Verbrauchszahl. Ja, das ist richtig scheiße. Ready, not on. So. Ja gut, ich glaube nicht, dass wir 5 Minuten brauchen für den Kampf, aber... Mach einfach. Ja, einfach drauf prügeln. Wir müssen auch keine Zeit verschwenden. Ja. Ice Beam auf Lamara. Oh. Okay, ich wechsle aus und du greifst weiter an. Bleib drinnen. Ja, warum? Weil das Zeit spart. Na, okay. Nein, Evoli. Ciao, oh, wow. Jetzt darfst du auswechseln. Weil ich es nicht sterben sehen will. Evoli, werd zu Bologna. Wir haben ja noch Zeit. Ich glaub, wie sieht das jetzt aus? Du bist eingefroren. Ja, natürlich. Evoli, komm zurück. Komm auf meine Hand. Ah, bist wieder aufgetaucht. Schön für dich, Evoli. Und dann wieder auf den Kopf zum Stein Eis zerzapfen. Boah, der hat voll Evoli gefokust. Hab ich genau gesehen. Also, es hat Eisstrahl drauf. Mm. Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Okay. Wechsel zum Hyperball. Oh, riesig. Ich wollte eigentlich noch eine Beere reinhauen. Die Himbeere. Die silberne Himbeere haben wir auch schon. Ja, das haben wir nur. Ja, wir kriegen auch noch die goldene, vergiss das nicht. Och! Och! Der Kreis war fast nicht mehr zu sehen und nicht mal fabelhaft oder so. Eins, zwei, drei. Oh. Komm, so leicht solltest du es uns auch nicht machen, das wäre allein. Einfacher Hyperball. Eins, zwei, drei. Oh, nicht mal zu drei durfte ich ziehen. Einfach direkt werfen, nach dem Angriff direkt werfen. Oh. Mein Ball wollte nicht. Okay. Brauchen wir auch nicht. Okay. Nee, Arctus wurde gefangen. Darf ich? Ich weiß gerade gar nicht, wer von uns das an Zapdos hatte, aber von mir aus. Darfst du Lava das machen, das merken wir uns einfach so. Das ist mein Lieblings von denen. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in die Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Cool, das will ich haben. Raphael, komm in Arctus. Ich will Schnee haben. Du hast dir gerade gefangen, ich brauch's dir nicht mehr kaufen. Aber ich meine, in Real Life. Aufgeregt, den Puck, bei dem du gerade eingesetzt hast. Ja, das deinen. Flamaras. Wohlmonas. Welchen denn? Das der Toxer verfolgt mich. Geh jetzt nach da hinten und setz den Surfer ein. Schnell, Evoli. Ah, fuck! Boah, Muschel ist 43, krass. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich zurückkomme. Geh mal. Wohl. Nach unten. Jetzt gehen wir nach rechts. Ich will mal kurz wissen, wir haben irgendwo noch Steine aktiviert. Schön. Nee, ich. Hier unten. Wohl, doch, stimmt. Nee, hier haben wir die Steine nicht aktiviert. Geh mal von hier nach oben. Ah, nee, hier kommen wir aber nicht ganz nach oben, oder? Dann spring einfach gleich in die Löcher.
wieder in den Tod springen. Oh. Ich habe die Steine. Warte, nicht raus. Nee. Oh, da waren wir noch nie. Auf der linken Seite waren wir. Doch, auf der linken. Nein, auf der linken waren wir, auf der rechten waren wir nicht. Sind wir nicht von hier aus gekommen? Doch. Wie sollen wir denn von hier aus gekommen sein, wenn da eine Treppe ist? Ja, ich bin ins Wasser gegangen. Das müsst ihr jetzt so nach draußen führen. Zum anderen Eingang der Seeschauinsel. Ja. Ja, den müssen wir doch nehmen. Nee, wir wollen ja von der anderen Seite. Nee, warte mal, geh nochmal hoch. Ich bin mir sicher, dass wir nicht von dort gekommen sind. Wir kommen ja von links, nicht von rechts. Wir kamen von der rechten Insel. Ah, gut, Raff. Dann zeige ich dir das kurz. Dann gehen wir von Fuxania City aus dorthin. Sparen wir uns den Weg. Heureka, hätte damit bloß gerechnet. Die paar Treppenstufen hätte sie auch wieder runtergehen können. Ja, und wieder hoch. Und wieder runter. Nee. Lass mal stecken. Kannst du heilen. Ja. Auch keine schlechte Idee. Da, 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 da. Ich bin froh, wenn nicht, dass wir Dinge vorbei sind. Na, deine Pokémon sind halt alles so bescheid mit Wasserrouten. Nein, das ist mir egal, aber ich darf nicht mitspielen. Das ist ja egal. Du bist doch eh nur die zweite Geige. Ja, die Wasserrouten sind auch so. Ich hab jetzt Lust, müssen zu laufen. Was? Auch wenn uns kein Pokémon mehr hinterher läuft. Bringt auch eh nichts, wir sind eh gleich wieder auf dem Wasser. Aber ich kann immerhin einstellen, dass wir uns ein Pokémon hinterherläuft fürs nächste Mal. Warte mal, kannst du mal bitte auf die Pokémon-Level gucken? Ich habe keine Ahnung mehr, wer auf meinem Team gut war. Nee, du kannst auf Yalowin wechseln. Na. Komm, dann mache ich die Trainer auch schnell weg. Du hast doch eine Elektroattacke mit Evoli. Ja, aber ich möchte sie noch schneller wegmachen. Geht doch genauso schnell, da ändert sich nichts. Doch, wird es halt wesentlich einen höheren Spezial damit, was ist Evoli? Ja, wow, gegen Wasser-Pokémon. Ja. Du willst einfach nur nicht, dass ich deinen Pokémon Screentime gebe, ist in Ordnung. Das hat das selbe Level. Aber Evoli ist voll krass und so. Blitze freut sich, du sicher. Das will doch nur gestreift werden. Ah, meine Hand, die blutet. Ah. Das will es nicht. Guck mal, alles aus. Das hätte ich sicher nicht gekillt. Natürlich hättest du das nicht gekillt mit einer speziellen Elektroattacke. Na, siehst du, ich hätte One-Shot gemacht. Sicher. Ja. Christian, hast du irgendwas mitbekommen von wegen, die Starter wurden gebufft? Nein, hab ich nicht. Ich glaube, dann muss ich dich mal breathen, gleich hier. Guck mal, Volona ist schon der 55. Deine Pumpen kommen einfach nicht mit. Ja, okay. Und ich muss auch gleich meine Fernbedienung wechseln. Nee, so rum wollte ich sicher nicht wechseln. Schneller. Wir wollen noch alle Trainer mitnehmen. Dam, 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 dam. Hagen! Hi Hagen! Wie dick verbüht sie? Neue Evolution wirf drauf, bam! Wie die Z-Attacke von Pikachu, einfach das Evoli werfen und knisterladen im Flug! Bam! Siehst du, hätte ich fast nicht gewonnen, Schott. Wen willst du eigentlich verarschen? Dich oder mich? Beide. Beide gleich viel. Ja, holst du 20. Du ignorierst Gegner, du ignorierst Gegner, du ignorierst Gegner. Ich wollte wissen, wie weit nach unten die Route geht. Boah, diese Scheißfrage ist doch so uninteressant.
Nein, ist es ja nicht. Doch, wofür brauchst du das? Du machst so lange, bis du halt diesen Boden erreichst. Aber dann hätte ich jetzt den Manuel nicht getroffen. Den hättest du wohl getroffen. Was ist denn das für eine Äußerung? Aber ich hätte ihn jetzt nicht als jetzt getroffen, sondern erst gleich. Hat der Pech gehabt. Wir sind famous. Wir haben ja auch noch andere Bitches zu beglücken. Guck mal, das Entron habe ich jetzt nicht gewünscht. Ja, weil du nicht voll in der Nähe über die beliebst. Ja. Du, guck mal. Was ist alles passiert wegen dir? Mann, hast du dein Evo nicht schlecht trainiert? Dafür kann ich ja nichts. Ja, aber weil das ist der Coach. Wenn der Coach schlecht trainiert ist, sind die anderen noch schlechter trainiert. Lass mich auswechseln. Oder lass mich auf jeden Fall auswechseln. Wofür? Ich hab keine Elektroattacke mehr. Ach ja, stimmt, Auswechsel. Ich hab vergessen. Also, wow, 5 Sekunden, ist ja schon lange her. Krass. War noch abgelenkt damit, dass du dein Evoli so schlecht trainiert hast. Ja, das sind aber alle Evolis, die wir im Team haben und deren Weiterentwicklungen. Nee. Die sind eigentlich schon ziemlich gut. Nee. Du hättest viel mehr Spezialangriffsbonbons geben sollen. Habe ich aber nicht. Das ist so. Ja, haben wir andere Pokémon bekommen. Wir haben immer noch welche und wir haben es immer noch vergessen. Aber egal. Das ist immer noch egal. Ich bin mit meinem Freund hergeschwommen. Aber jetzt sind wir ja ausgelaufen. Wow. Weißt du, ich darf nicht spielen und jetzt nimmst du mir sogar meine Stimmsynchronisation weg. Ja, aber Franziska passt einfach nicht zu dir. Zu dir passt auch nicht die Schönheitsteile, also. Das ist egal. Doch, Schönheit passt ja. Wir haben schon voll lange kein Outfit mehr bekommen. Irgendwie ja. Wo ist unser Badesuit? Ja, stimmt. Wo ist denn zum Beispiel Badeklamotten? Eigentlich sind wir auch noch pitschpatschen, dass wir hier ins Wasser gefallen sind. Wenn man darüber nachdenkt. Wir haben Blitzer getroffen. Ich wette, wir müssen noch einen Flamara irgendwie hier auf der Route treffen. Irgendwie reicht bald der 54. Was sagt die Uhr? Ach, den letzten Trainer dort machen wir auch noch. Ich glaube nicht, dass der letzte ist. Da rechts hast du noch nicht geguckt. Was mag sich hier im Horizont befinden? Kommt drauf an, wenn du die Karte guckst, nach links guckst, dann findest du auf jeden Fall Johto. Wenn du nach unten, also im Süden guckst, wirst du wahrscheinlich die Einalinseln treffen. Oder rechts von der Karte, das könnten auch die Einalinseln sein. Und die anderen beiden Himmelsrichtungen kann ich dir nicht sagen, was das liegen könnte. Vielleicht Carlos oder Einal. Und ja, doch, Einal würde ich sogar. Dort wo die Sevi Islands sind auch die Dings da, ist auch irgendwo Höhen. Also gehe ich davon aus, dass rechts, also in Richtung Osten. Ist gut. Im Osten müsste dann sich Dingsala befinden, Höhen. Weil im Osten sollte sich dann auch die Sieben einbinden, halten, die mit Höhen verbunden sind. Also, man weiß Bescheid, wo ungefähr. Du bist schon längst bei jemand anderem, der hört dir nicht mehr zu. Oh, sorry! Ich spreche beim nächsten Mal lauter! Ich hab's für die Fans gemacht, für die Zuschauer. So ungefähr die Höhen, die Karte erklärt, was sie ist. Deswegen. Im Endeffekt schreiben die jetzt alle, wusste ich schon. Oh, das wäre echt scheiße. Gibst du dir echt so viel Mühe und dann wusste ich schon. Nee, ich weiß das doch. Ich hab's doch auch schon mal gesehen. Hast du? Ja. Ist ja nicht von mir. Ja, das ja. Wie? Dann hätte es nicht glücklich. Na, recht. Doch, das Ding. Dumme Wortwitze würde ich sofort von dir glauben. Doch, hier, das Links-Joto ist, das kam sicher von mir. Also von. Ich glaub nicht, dass das von dir kam. Doch, und wer ist das? Das kam definitiv von Game Freak. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Falls es euch interessiert, könnte es sein, dass halt im Norden Dings da ist, Sinnoh. Weil? Wegen den Bergen und so. Und, ja, und Sinnoh muss irgendwo im Norden liegen, wegen dem ganzen Schnee. Gedöns.
So ein schönes Spiel. Ich liebe die Generation. Ja. Ja. Ein paar Bänden? Ja, ich stelle mich nochmal vernünftig hin. Du stehst doch schon die ganze Zeit. Warum? Du bist nicht die, die ich so viele Schwimmer. Ich verstehe generell nicht, wo du dich hinstellen wolltest. Du kannst dich da irgendwo hinstellen und sagen, jo, ciao. Nein, ich wollte zu Manuel. Raff, das ist Manuel. Die sehen alle gleich aus. Wo verletzt du nicht seine Gefühle? Ist mir egal, ich sehe den danach nie wieder mehr. Vielleicht triffst du ihn noch. Vielleicht gehe ich noch in den Park wieder zu ihm hin. Und sag so, hi Manuel. Wie geht's dir? Schon lange gesehen? Nee, danke. Der einzige Manuel, den ich haben will, das ist mein Onkel. Den will ich aber nicht los, also. Doch. Nichts, was man mit Geld nicht loswerden kann. Oh, wolltest du meine Knisterladung alle? Okay, dann beenden wir bei Katja jetzt die Aufnahme. Oh, so bin ich Manuel. Ja, du hast recht. Was oh doch, Gott, was doch ich hätte die Fresse halten sollen. Ja, wenn du darauf so bestehst, dass wir zu Manuel gehen. Nee, tue ich wirklich nicht. Doch. Sonst hättest du das jetzt nicht gesagt. Nee, du bist nicht Manuel. Du bist Manuel. Das sehe ich an denen aus seinen wunderschönen, lockigen Haaren. Die sehen alle gleich aus. Ich würde sagen, das war's auch von diesem Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.